Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Airborne Kingdom. Ja, was ist denn jetzt los? Irgendwie, das sieht doch alles wieder komplett anders aus und jetzt auf einmal wieder klassisches Layout, also so wie man das hier bei mir kennt, mit dem Typen da unten rechts in der Ecke. Ja, folgendes. Pearl hatte in oder nach der Folge 2 Kritik geäußert und gesagt, hier mal, warum hast du dieses andere Layout? Wieso ist das jetzt so klein? Vor allen Dingen, Entschuldigung, ich bin so ans Mikro gekommen. Also die Darstellung des Spiels, ne, ist so und so viel Prozent kleiner. Und nur damit du da deine Facecam da irgendwie noch weiterhin im Let's Play hast. Und daraufhin hatte ich dann Pearl eine grundsätzliche Antwort gegeben zum Thema Facecam in meinen Let's Plays. Ja, also wie andere Let's Player das handhaben, war jetzt nicht das Thema, also jetzt nicht mein Thema, ne, dass das jeder Let's Player, jede Let's Playerin anders handhabt. Ist klar, wenn man sich hier auf YouTube umguckt, ne, und so weiter und so fort. Und also ich habe dann nur für mich gesprochen und halt dann gesagt, also für mich sind halt die für mich ist eine Facecam im Let's Play für meine Let's Plays eine wichtige Sache, ich halt nur in Ausnahmefällen dann weglasse. So wie beispielsweise bei Draugen. Da habe ich gesagt, nee, da mache ich keine. Wer das nachlesen möchte, kann das gerne tun. Das war die Folge, ich muss ganz kurz auf meinen Zettel hier gucken. Folge 2, also Folge 2 hier von Airborne Kingdom. Da findet ihr zum einen die Kritik von Pearl und dann halt meine Antwort da drauf. Warum ich jetzt hier so zu sehen bin, hat den Grund, zum einen natürlich die Kritik, zum anderen hat mich das aber auch insofern eben die Kritik zum Nachdenken gebracht, weil klar, ich nehme hier in 4K auf und auf einem großen Monitor ist diese, ich sag mal so, diese Einschränkung mit dem etwas kleineren Spielfeld, um das mal so zu nennen, jetzt nicht so gravierend. Was ich aber absolut nicht auf dem Plan hatte, wo ich nicht dran gedacht habe, und dafür entschuldige ich mich auch, die Leute, die mit dem Tablet und mit dem Smartphone unterwegs sind und hier eventuell meine Sachen gucken, die haben das Nachsehen. Ja, weil ich kann mir vorstellen, gerade auf so einem kleineren Endgerät, da macht so eine Verringerung der Spielfläche, um das mal so zu nennen, macht sich da wesentlich stärker bemerkbar, als jetzt, wenn ich jetzt hier, weiß ich nicht, vom 24, 32, weiß nicht wie viel Zoll Monitor oder Fernseher sitze, da ist das nicht so wichtig. Ja, da dann fällt das nicht ins Gewicht. Sorry, ne, hatte ich nicht auf dem Schirm. Mir war der Gedanke bei der ganzen Geschichte wichtig gewesen, ich wollte niemanden verärgern, sondern ich wollte einfach mal ausprobieren, wie das denn ist, ne, wenn ich mal die Facecam versuche aus dem Spiel rauszuhalten, sodass also die Facecam im Spiel nicht stört. Ne. Wenn ich jetzt hier, ne, wisst ihr, ich bin jetzt hier in der Ecke, ne, klar, ich kann mich ausblenden, klar, aber wie gesagt, ich hätte die Facecam halt ganz gerne drin. Hallo, da bin ich wieder. Und das war so der Gedanke, irgendwie, wie kriegt man das getrennt, so dass man sowohl das Spiel als auch mich sieht und nicht irgendwie so, ne, diese ganze Geschichte so läuft, wie es jetzt hier wieder ist. Aber wie gesagt, das läuft halt nicht auf die Art und Weise, wie ich das halt dann gelöst hatte, weil auf einem kleinen Monitor oder aus kleineren Ausgabegeräten sieht das dann wahrscheinlich nicht so toll aus. Ne? Und von daher, Asche auf mein Haupt, ne? Sorry, hatte ich wirklich nicht bedacht. Und auf der einen Seite, also schon gut, dass das Pearl dann halt so jetzt gesagt hat, irgendwie, was machst du denn da eigentlich, ne? Und warum und so. Und ja, klar, ne? Da war ich jetzt nicht auf dem richtigen Weg. Okay, na gut, man muss Sachen auch mal ausprobieren und wenn es schief läuft, läuft es halt schief. Ich hoffe, ich bin einigermaßen gut zu hören, weil mit dem Sound kämpfe ich in letzter Zeit auch so ein bisschen, aber nicht wegen Mikros, sondern wegen meinen Einstellungen, die ich da mal wieder ausprobiere. Wir fangen einfach mal mit dem Spiel an. Achso, übrigens, wo ich gerade dabei bin, Pearl hatte noch einen Vorschlag dann etwas später gemacht. Ich hatte ja mal irgendwo so auch in Frage gestellt hier von wegen mit dem Spiel so, ne, wie ihr dazu seht, was man dann hier so eventuell, ob es weitergehen soll, nicht weitergehen soll. Und Pearl meinte irgendwie, warum machst du nicht einfach mal Factorio? Muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich mir noch nicht rangetraut. Ich
bin im Augenblick dabei, mich hier mit Civilization 6 so ein bisschen anzufreunden. Und ich muss sagen, das Spiel, so für mich zu spielen, macht mir Spaß. Und ich denke, ich werde zumindest diese Testgeschichte machen, die ich da angesprochen habe. Ja, also das wird auch sehr wahrscheinlich kommen. Nee, nicht sehr wahrscheinlich kommen, das wird kommen. Das wird definitiv kommen. Ich kann nur noch nicht genau sagen, wann. Ob das noch in diesem Jahr passieren wird, glaube ich nicht. Wir gucken mal. Wir gucken mal, was passiert. Alles ist möglich. So, apropos alles möglich. Ihr seht es gerade vielleicht. Ich habe hier so ein, wir hatten das Teil mehr so hier, ne? Kann ich mich entsinnen. Ich habe dann im Zuge, weil ich irgendwas ausprobieren wollte, das Spiel nochmal gestartet. Da war der Kringel, kann man das jetzt, ja geht. Da war der Kringel eigentlich mehr dann hier. Mittlerweile hat er sich jetzt wieder in diese Richtung verlagert. Ist das ein Zufall? Also ist das zufallbedingt? Ne? Also liegt dieses Teil immer irgendwo anders, so vom Laden des Spiels oder so? Das ist auch witzig. Dann liegen wir nämlich jetzt so, können wir uns aussuchen. Ja, das ist witzig. Nein, finde ich nicht gut. Oh, wir müssen immer noch, wie gesagt, diese komische Windmühle da finden oder was da war. Ja, mit unserer Technik sind sie ja da nicht so einverstanden. Ist natürlich die Frage. Das Gebiet ist A, relativ groß. Ihr habt den Kringel da gerade gesehen. Und es kann sich im Randgebiet hier diese Hochebene aufhalten. Als auch auf der anderen Seite halt wieder. Da wo ursprünglich hergekommen sind. Eine ganz andere Frage. War das schon immer so diesig? So mit so vielen Wolken hier bestückt? Ich habe in den Einstellungen aber nichts getan, da bin ich mir relativ sicher. Irgendwie, weiß ich nicht. Seltsam. Gut. Also wie gesagt, das mit Factory, also erstmal Pearl, danke erstmal für den Hinweis. Und auch so ein bisschen fürs Kopfwaschen. Fürs Kopfwaschen. Das mit Factorium muss ich gucken. Also da werde ich. Ich weiß nicht, ob ich es genauso machen werde, wenn es denn dazu kommen sollte, dass ich mich da mit auseinandersetze. Ich weiß nicht, ob ich es genauso machen werde, wie ich es im Augenblick mit Civilization 6 mache, wo ich dann halt so ein bisschen reinschnupper. Normalerweise mache ich sowas gar nicht. Ja? Ich schmeiß mich eigentlich in solche Spiele. Und guck mal, was passiert. So wie jetzt hier halt, ne? mit Airborne Kingdom. Und probier die nicht vorher aus. Und bei Civ war die Sache so ein bisschen anders, weil ist eine etwas andere Herangehensweise so vom Spiel her, das ist mehr so strategisch. Was mir durchaus Spaß macht, denn wie gesagt, ich bin da eifrig dabei, es selber zu spielen. Und macht unheimlich Laune. Ich bin halt immer noch so ein bisschen, oder doch auch bei mir, ne? Also jetzt bei mir als Let's Play funktioniert. Das weiß ich nicht, ob ich das gewuppt bekomme, aber da müssen wir ausprobieren. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Mehr als schief gehen kann ich. So, okay, sollte das Teil sein? Das ist irgendwie eine Ruine. Das sieht doch hier, das könnte doch so was Windmühlenmäßiges sein. Ich meine auch, wir hätten in der letzten Folge, wo ich da schon verzweifelt nachgesucht habe, hätte ich sowas hier gesehen, so aus dem Augenwinkel raus. Und dann aber aus den Augenwinkeln oder aus dem Blick verloren. Siedler des Sturms. Ach, schau mal einer an. Ein gedrungener Rahmen hält einen uralten Windpropeller. Um ihn herum hat sich eine kleine Siedlung gebildet, obwohl der Propeller schon lange defekt ist. Der Windpropeller stand still, denn die Siedler verstanden ihn nicht und waren hier nur wegen des Schutzes, den sein Anbau bot, sesshaft geworden. Okay. Aus Tagebücher unserer Reisen von Mulohab, den zweiten Chronisten. Wir fragen nach dem Windpropeller erstmal. Rekrutieren können wir später immer noch. Es ist erstmal wichtig, dass ich hier das Ding irgendwie kriege. Wir fragen nach dem Windpropeller und erzählen von dem Defekt in Mehilia. Als wir Mehilia erwähnen, verschlägt es den Siedler den Atem. Das war doch nur eine Legende, die wahr geworden ist oder immer noch wahr ist.
Wir können es kaum glauben. Welch Kunde. Ihre Siedlung entstand aus einer Gruppe melianischer Entdecker, die sich in den Ödländen verirrt hatten. Ja, sieh mal einer, guck schon mal einen an. Ja, wie auch immer. Uns wird gesagt, dass es um die Siedlung schlecht steht. Hier so irgendwie mitten im Nirgendwo, ne? Mehr oder weniger. Ihr eigener Windpropeller ist nicht mehr funktionsfähig. Allerdings glauben sie, mit seinen Teilen ließe sich der Propeller in Melia reparieren. Okay, das würde uns doch schon helfen. Sie würden Melia die Komponenten überlassen, wenn wir die Siedler mitnehmen, die dorthin zurückkehren wollen. Wir stimmen zu und brechen auf. Ja, warum auch nicht? Nicht alle Siedler kehrten an jenem Tag zurück. Einige blieben voller Stolz auf ihre eigene Arbeit und mühten sich weiter im Vergebenen, Verborgenen, wie auch immer. Aus den verstreuten Tagebüchern von Hurab, den zweiten Chronisten. Wir werden die Siedler und die Teile des Windpropellers nach Melia zurückbringen. Warum habe ich mit dem Namen solche Schwierigkeiten? Wir suchen noch nach Übersiedlern. Moment, ich habe im Augenblick 43, davon sind 8 untätig. Ich weiß, ich brauche Leute. Ja, ist durchaus klar, ne? Wir müssen ja da Dinge tun. Ja, ich guck mal. Wer bietet sich denn da an? Einige der Siedler scheinen von unserer Version angetan, doch manche wollen sicher gehen, dass ihr neues Zuhause ein glückliches sein wird. Die Propeller machen die Landwirtschaft etwas leichter, doch wahrhaft leicht war in jenen Zeiten nichts. Aus Geschichten der alten Siedler von Muluab, dem zweiten Chronisten. So, der Togu-Chom will unbedingt mitkommen und Kinet-Faun ebenfalls. Eine abenteuerlustige Seele, die von den Möglichkeiten begeistert ist und wenig will. Mindestens ausgeglichene Einwohner können den rekrutieren wir. Was ist mit ihm? Für ein neues Königreich zu haben, kann aber etwas Wichtiges nicht zurücklassen. Das mag was sein. Insgesamt zufriedene Einwohner im Königreich der Lüfte. Kann was Wichtiges nicht zurücklassen. Komm, wir nehmen den trotzdem mit. So, wir widmen uns wieder unseren anderen Angelegenheiten. Wir kehren nach Hause zurück. Und dann mischen wir zu besagtem Ort. Moment, ich brauche dringend die Karte, weil ich sehe nämlich nichts. Da ist das. Dann bin ich so, ja, nicht so ganz auf dem richtigen Holzweg, aber so halbwegs auf dem richtigen Holzweg. Hört mir einfach nicht zu. Manchmal besser. Ich hämmere auf die linke, auf die rechte Maustaste. Ach, jetzt. Die Technik, die macht mir in der letzten Zeit ein bisschen Sorgen hier. Ne? Also, vor allen Dingen meine Tastatur hier, die will nicht immer so wie ich. Mechanische Tastaturen sind ja gut und schön, aber manchmal machen die Tasten da ein bisschen Probleme. Schon eifrig überlegen, ob ich das Teil mal zerlegen soll und grundreinigen oder so. Nur da scheu ich im Augenblick so ein bisschen zurück, so die ganzen Tasten daraus zu ruppen. Schauen wir mal. Vor allem muss ich die Zeit dafür finden. Das ist immer so das Hauptproblem, die liebe Zeit. Achso, hier, die sind alle noch am Jubeln. Aktuell muss eine Sehnsucht erfüllt sein, damit die Einwohner überglücklich sind. Oh, Moment. 9 sind zufrieden. Moment. Haus von Yes Juva. Ich geh mal ganz kurz hier auf Pause. Zufrieden ist mit einer entfüllten Sehnsucht überglücklich. Jetzt irgendwie oder 0,5 Auftrieb benötigt.
Mitarbeitern dann so Frieden mit einer erfüllten Sehnsucht. Ach so. Okay, ich verstehe. Ja, alles klar. Der will ja so ein Minarett wäre hier für ihn. Eine tolle Sache. Das könnte man ins Auge fassen, dass ich hier vielleicht da, also hier so und vielleicht auch hier noch, jeweils ein Minarett baue. Moment mal, wie sieht das denn überhaupt aus? Oder aber ich verrücke hier die Gebäude. Schaffe hier so einen entsprechenden Leerraum und dann setze ich hier irgendwie noch zwei Minarette hin. Sowas in der Richtung könnte man da machen. Ich verstehe. Gut. Ich lasse es wieder weg. So. Okay, wir sind auf dem richtigen Weg, glaube ich. Meine ich doch gesehen zu haben. Karte, was sagst du? Jo, ich bin mal ausnahmsweise auf dem richtigen Weg. Richtig, bei dir geht's los. Hallo? Das war ich nicht. Ich habe da nichts gemacht. Ich bin unschuldig. Dann haben wir das doch jetzt doch noch einigermaßen schnell gefunden. Diese Windmühle. Ja, war klar, es muss irgendein Gebäude, irgendeine Siedlung, irgendwas sein halt, ne? Und da hatte ich halt in der letzten Folge irgendwie vollkommen ergebnislos nachgesucht. Da war aber auch der Kringel, ne? Wer das gerne kontrollieren möchte, da war dieser Kringel auch dann, also dieser Bereich vielmehr, ne? Der da so eingezeichnet ist auf der Karte. Komplett an einer anderen Stelle. Und ich weiß jetzt nicht, ob zufallsbedingt, also nach jedem Laden irgendwie die Position von dem, was man da finden will, woanders ist. Oder ob da irgendwie andere Gründe mit reingespielt haben. Warum bleibst du stehen? Weil ich da nur bis dahin gesagt habe, bis dahin fliegen. Deswegen. So, ich klicke hier schon mal an. Wir kehren mit den Teilen zur Melia-Passage zurück. Auf unserer Rückreise konnten einige Siedler von der Prophezeiung überzeugt werden und so wollen sich uns einige anschließen. Okay. Gemeinsam reisen wir zur Spitze des Windpropellers. Unsere neuen Mitbürger möchten ihn selbst reparieren, denn sie wissen, wie er funktioniert. Das ist gut. Doch dafür benötigen sie Materialien und Zeit. Ja, das ist kein Problem. Was brauchen wir denn? Wir brauchen... Achso, erstmal hier, ne? Keine Wache schützte den Windpropeller und keinen kümmerte, dass Besucher an ihn herumkletterten. Diesem isolierten Volk, das so auf seine Aufgaben konzentriert war, kam es nicht in den Sinn, dass ihm jemand schaden wollen könnte. Ach was. Okay. Ja, wir müssen sehr, sehr scheuklappenmäßig. Immer dieses Mikrofon. So scheuklappenmäßig unterwegs zu halten. Egal. So, wir reparieren das Teil. Wir übergeben nötige Materialien und die neuen Arbeiter beginnen mit der Reparatur des Windpropellers. Wir müssen bis zur Fertigstellung in der Nähe warten. Ja, wir machen Fragen nach anderen Dingen. So. Ach so, ich kann jetzt gar nichts mehr machen. Warte. Ich guck mal, ich mach mal hier den. Ah, wir kommen da gerade fröhlich angedackelt. Die Leute stürzen sich mit ihren Fliegern auf den Ort. Komm ich da noch nicht die Kamera bewegen? Das ist ein bisschen, was mich so in diesem Spiel noch am meisten stört. So ein paar Einschränkungen. Wenn ich jetzt hier auf wir fragen nach anderen Dinge klicke, wird das dann hier unterbrochen? Ich will das jetzt nicht unbedingt ausprobieren. Ne? Also ne, warum kann ich jetzt hier die Kamera nicht frei bewegen? Ne? Solche Sachen. Also da bin ich sowieso so ein bisschen knöterig. Ich habe den Fotomodus tatsächlich gefunden, den dieses Spiel immerhin anbietet. Das ist schon mal was Gutes. Sowohl, dass das Spiel das anbietet, als auch, dass ich den gefunden habe. Aber auch da sind da so ein paar Beschränkungen. Also man kann sich da nicht wirklich frei bewegen. Also so eine wirklich freie Kamera gibt es da nicht. Finde ich jetzt so ein bisschen.
Nun gut, ist halt so. So, der Windpropeller ist repariert, ausgezeichnet. Wir sind begeistert. Milia-Passage. Als sich der Windpropeller aufs Neue dreht, tut sich Beachtliches in Milia. Das Volk hält in seinen Tun inne. Revolution! Sie bewundern die nun wieder funktionierende Technologie, die nur durch Zusammenarbeit repariert werden konnte. Ja, schau mal einer, guck. Viele Melianer stellen uns Fragen, sehen ganz neue Möglichkeiten. Ein paar schließen sich unserer Sache gar überzeugt an. Alles sind sich einig. Alle wahrscheinlich sind sich einig. Es ist Zeit für einen Himmelshafen, der Milia mit der Außenwelt verbindet. Ja, das ist wohl so. Denn an jenem Tag wandelte sich das Denken der Milianer. Ihre eigene Effizienz war nicht mehr der einzige Fokus. Auch die Effizienz um sie herum sollte erhöht werden. Nur so würden sie den Gipfel ihres Wirkens erreichen. Nun gut, nun gut. Auszug aus Verwirklichung der Prophezeiung von Mulhab, dem zweiten Chronisten. So, wir bauen einen Himmelshafen. Der erfordert Arbeiter, Ressourcen, Zeit. Das machen wir. Das Ding schicken wir runter. So, Moment mal, Himmelshafen bauen. Dann gehen wir hier nochmal hier einmal den Turbo anschmeißen. Jo, ja. Cool, man, das wird für diese Folge dann auch schon mehr oder weniger gewesen sein. Also hier nehmen wir noch mit, ne, dass hier der Himmelshafen fertiggestellt wird. Ich danke hier an der Stelle schon mal für euer Dabeisein, für eure Unterstützung, für Liken, Abonnieren, Kommentieren. Und nochmal eine Grüße raus hier an Pearl. Danke zum einen für die Kritik, danke zum anderen für diesen Hinweis oder diese Anregung hier von wegen mit Factorio. Schauen wir mal. Ich hatte ja schon in meinem Antwortkommentar geschrieben, kommt Zeit, kommt Rat. Ja, ich werde mal sehen, was sich da so machen lässt. Ja, okay. Aber das wird mit Sicherheit dann wahrscheinlich erst im nächsten Jahr stattfinden. So halt, ne? Gut. Alles andere müssen wir schauen. So, okay, dann nehmen wir kurz noch hier mit. Unsere Arbeiter haben den neuen Himmelshafen fertiggestellt und so haben wir einen neuen Verbündeten. Das ist wirklich ausgezeichnet. Da ist ein neuer Kringel auf unserem Teppich. Das ist sehr, sehr schön. Wir sind nun verbündet mit Melia Passage. Ausgezeichnet, jawohl. So, da wird gefeiert. Ich hoffe, ihr feiert auch. Und, achso, ja, noch vielleicht, ne, wenn ihr euch vielleicht jetzt wundert, ja, die Kritik war doch schon bei der zweiten Folge. Wieso reagierst du erst jetzt darauf, nachdem jetzt hier quasi 20 Folgen schon ins Land gegangen sind? Ich weise nochmal darauf hin, ich produziere vor. Immer so 2 bis 3 Wochen, aktuell sind es ungefähr 3 Wochen, also immer die laufende Woche. Dafür ist Material da und für die 2 nachfolgenden Wochen, also insgesamt für 3 Wochen, befindet sich Material auf meinem Server. Und zu dem Zeitpunkt, als die Kritik bei mir ankam, als ich die gelesen habe, war bereits, ja, also einschließlich bis Folge 20, alles auf dem Server drauf, beziehungsweise zumindest schon mal fertiggestellt, vielleicht noch nicht auf dem Server drauf, aber die Folgen waren schon fertig erstellt, mussten halt nur noch hochgeladen werden. Deswegen dauert das schon mal etwas länger, bevor ich auf irgendwelche Dinge, sei es Kritik, sei es Anregung, whatever, reagieren kann. So, jetzt bin ich aber endgültig raus. Vielen, vielen lieben Dank für euer Dabeisein und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles, alles Gute und genießt die Zeit.